Hallo, ich begrüße euch zurück auf meinem Kanal hier auf YouTube. Ja, lange Zeit war es hier wie eine Wüste, hier war gar nichts los. Ich habe vor kurzem Deponia gespielt und das live gestreamt. Und dann dachte ich mir, das könnte ich ja auch mal in Folgen schneiden und auch auf YouTube was hochladen. Und ja, gesagt, getan. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay von Deponia. Egal, aber wenn wir mit 1 anfangen. Was denn jetzt noch? Sollte das Sehr Spiel schön. nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und der da. Dafür machen wir mal Musik aus. Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ein Linksklick. Das ist Wenzel, mein Sidekick, die ewige Nummer Da ist aber ein Recht. 2. Du sollst mich doch ansprechen, nicht mich angucken. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. Ehrlich? Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann Hatte ich jetzt endlich nicht so Ruhe? geplant. Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Na gut. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft. Und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, Wie man jemanden anspricht. Ja. Wie man jemanden anspricht. Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol, dem Genau, Augensymbol, mit ich der werde nun dort Zunge draufklicken und vom es mir Boden so auflecken, ja. ansehen. Pass also gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Was passiert, wenn ich das jetzt Wolltest du nicht erst das Ding da anklicke? aufheben? Zeige einfach drauf. Und sobald das Handsymbol erscheint, klickst du mit der linken Maustaste. Hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Okay. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Kann ich das? Hey, da ist es ja. Oh. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Ein Yin und ein Yang. Aber Rufus. So weit sind wir doch noch gar Nicht? nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ja, eben.
was wollte ich denn jetzt machen? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Ah, okay. Ich kombiniere. Sieh her, weil ich nämlich ein guter Kombinierer bin. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Okay, jetzt nehme ich das und stopfe das da rein. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Mhm. Das ist ein Knopf. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Drück mal auf den Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Klatsch. Ach, ich liebe Tutorials. Schönes Tutorial. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Schmarres Gezeter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Und sah er, muss dann mal weg. Gar nicht laut. Okay. Müll. 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 Noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach so. Ach nein. Müll. Es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Mhm. Okay. Also ich weiß, wenn man hier drückt, sieht man einen Haufen Kram. Oh nein. Okay. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja. Okay, gucken und anfassen ist also fast das gleiche bei ihm. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ja, dann nimm den Koffer und hau ab. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Mhm. Okay. Was ist das? Aha, das ist das, was ich für den Koffer noch brauche. Okay. Okay. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Mhm. Das Fernrohr haben wir. Oh, ein Kissen. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Nimm's mit. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Wie ist die da bloß hingekommen? Ja, ist eigentlich auch egal. Nimm sie mit.
So, Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Geh doch da mal hin. Das könnte nützlich werden. Okay, dann steck mal so ein. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Können wir auch mitnehmen. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Okay. Gehen wir mal runter. So, ein, zwei Erinnerungen habe ich ja schon noch, ne? Das ist die Zahnbürste. Ich habe schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, ist ja egal. Nimm sie mit. Oh. Hörste, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ja. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Die würde ich auch einfach da lassen, wo sie ist, ne? Also, ja. Sie verspottet mich. Na, warte. Sein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Aber mitnehmen können wir es trotzdem erstmal. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Und der Schuppen ist abgebrannt. Kann ich trotzdem mitnehmen. Gut. Machen wir den Spind wieder zu. Toilette. Das ist doch Deponia, ne? Ja, gut. Nichts weiter drin. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen Scharpnell-betriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Komm mal rein. Was? Okay. Was ist das? Ein Fallball, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Die scheint sich zu mögen, Rufus. Heftige Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Put, 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 komm zu Papa. Ja, schnapp sie dir doch. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ah, hier geht's auf jeden Fall nach unten. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Da ist noch eine Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Okay. Die kann man nur offen zumachen. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Kann ich da was von nehmen? Ja, anscheinend. Jetzt ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni hatte. Ja. Gabel nehmen wir auch mit. Noch eine Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Und noch eine. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Das, guck mal rein. Für meine Socke. Wie ist die da bloß hingekommen? Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Socken und Seitenschneider, ne?
Oh, den Kühlschrank können wir ruhig auflassen. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Kann ich den nehmen? Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Eine dritte Socke. Jetzt haben wir drei Socken. Ich brauche aber nur zwei. Okay, wieso ist das nicht abgehakt? Es fehlt nur noch der... Ja, gut, 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 gut. Also ich kann mich noch erinnern, dass diese Altöldose... Warte mal, den Topf, ne? Kann ich nicht nehmen. Kann ich das da reinkippen? Und weg damit! Ah. Okay. Das heißt, dann kann ich jetzt mit der Dose schon mal die Nüsse da rausholen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Na dann. Haben wir jetzt Reiseproviant. Wir haben den. Was ist denn mit den Socken? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ist ja auch gar kein Problem. Du läufst sowieso als Idiot rum. Ich, warte mal. Waschmittel. Topf. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ich bin zwar kein Experte. Ja. Aber warum kann ich den Topf nicht nehmen? Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Okay. Ich weiß, also die vier Zettel kann man, glaube ich, in den Ofen schmeißen zum Verfeuern. Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Okay. Gehen wir mal erstmal einfach raus. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Gehen wir nicht raus. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Das heißt, ich muss doch irgendwo Wasser für den Topf herkriegen. Boah, was für eine Plörre. Ich sehe gar nicht ein, warum Toni hat... Ja, ja, das ist klar. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Ich glaube nicht, dass da noch eine Socke versteckt ist. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Kalt. Keine Ahnung. Ich würde ja sagen, ich packe einfach jetzt erstmal die Sachen, die ich habe, schon mal in den Koffer rein. Also da soll rein der Bolzenschneider. In den Koffer. Seitenschneider, warum auch immer. Check. Okay. Den Reiseproviant.
Warum kann ich das nicht nehmen? Verstehe nicht. Manchmal lässt sich das nicht umklicken. Proviant, check eine für sofort und eine für unterwegs. Okay, mach wie du willst. Jetzt habe ich noch eine Nuss über. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, ist okay, ist okay. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ach, die Zahnbürste und die Socken fehlen mir noch. Okay. Und ich muss die Socken, muss ich irgendwie färben, kochen, keine Ahnung. Und ich glaube, mit der Nuss... Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Was für eine Falle? Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Mhm. Ach, hier ist noch eine Memo. Oh Mensch, die nehmen wir auch mal mit. Mach endlich das Bad sauber. Puh, mhm. Das könnte ihr so passen. Ist hier sonst noch irgendwas drin? Nö. Nur, was für eine Plörre. Ah, jetzt habe ich den Topf. Nur, was für eine Plörre. Okay, jetzt ist der schon mal... voll. Dann hätte ich jetzt gern das Waschmittel da drin. Das haben wir auch. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Okay, der muss erstmal noch zum Kochen gebracht werden. Dann gehen wir nochmal runter und stellen auf die Herdplatte. Aber was kann ich noch anzünden? Handschweißgerät, eine Wasabi-Nuss. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Gib mir mal die Gabel, mit der kann ich, glaube ich, da rein, oder? Keine Chance. Ich komme nicht. Damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Jetzt habe ich ja alle Memos, glaube ich. Wenn jetzt. Und rein damit. Okay. Anzünden. Ja. So, jetzt kocht der Rotz auf. Kann ich eine Socke nehmen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich kochisch. So, noch eine Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber... Ja, schmeiß rein. Und ich glaube, die können wir auch noch reinhauen, oder? Gut. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Dann würde ich jetzt sagen, mal mit der Gabel nochmal ordentlich umrühren. Na holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht... Ach, da ist das Sockenpaar, okay. Jetzt fehlt mir immer noch die scheiß Zahnbürste, ne? Damit kriege ich die nie auf. Aber womit dann? Ich muss es da noch irgendwas geben, womit ich da unten was aufhebeln kann. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Was gibt es hier? Alles, was wir schon benutzt haben. Gehen wir in den Koffer.
Nein, ich habe noch nicht... Ja, das ist... Du hast noch nicht zu Ende gepackt, aber... Die Socken können da jetzt rein. Socken? Check. So, wir haben jetzt alles bis auf die... Zahnpasta, die fehlt noch. Oh, Kapitel über. Nein, weiterspielen. Das haben wir hier alles schon geguckt. Irgendwie muss ich noch unten. Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Aber was für eine Falle. Hier muss es doch noch irgendwas geben, was ich übersehen habe. Herdplatte, top. Sofa. Irgendwas mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Fort-zu-Ort-Transportes. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Die Klinke von der Kühlschranktür hätte ich gerne. Damit kriege ich die nie auf. War ein Versuch wert. Aber was kann man denn jetzt als Falle nehmen? Hä? Sehe ich nicht so ganz gerade. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ich muss doch... Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Mensch. Wie komme ich an meine scheiß Zahnbürste? Und zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Was für eine Plörre. Ja, das raff ich gerade überhaupt nicht, ne? Der kochende Topf geht einem zum Glück auch überhaupt nicht auf den Sack. Wie geht's denn jetzt? Was? Ich habe die Notizen, ich habe noch die Nuss als Köder, aber ich habe keine Falle. Da will er ja eh nicht. Das sind die alten Pläne. Fernrohr. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten hier, ne? Da komme ich nicht ran. Die Toilettentür macht ja auch nur auf und zu. Den kriege ich auch nicht. Ach, na, guck mal an. Das könnte nützlich werden. Steht er die ganze Zeit vor dem Pömpel, den brauche ich natürlich. Tür zu. Jetzt können wir runtergehen. Mit dem Pömpel, glaube ich, das Holz aufmachen.